Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Oh mein Gott, I'm so excited, denn heute wieder nicht alleine, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das ist jetzt mal fucking Darling wieder am Start. Was geht, Leute? Mich freut es, hier wieder zurück zu sein und mal wieder mit... Mir natürlich. Nein. Achso. mit Jeffrey, du Schlampe, you wish. Auf jeden Fall, Leute, ich habe das ja schon in meinem letzten Video angeteasert. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um die neue Collection von Jeffree Star Bloodlust Bitch zu reviewen. Genau. Ja, stimmt. Also First Impression hattest du ja quasi dann. Und genau. Jetzt machen wir so eine Review. Genau. Und du hast auch schon ein bisschen Überblick davon. Und für mich ist auch so ein bisschen First Impression, right? Genau. So hast du es vorgestellt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder. Wie ihr wisst, war ich schon öfters mal bei Reviews, vor allem von Jeffree Star, mit auf Fabis Kanal. Und ja, jetzt ist auch mal wieder Zeit. Wir hatten leider nicht früher die Zeit, uns zu treffen, als es rauskam. Aber genau. I can't wait, was uns diesmal so erwartet bei Bloodlust, Bitch. Same. Sehr gespannt. Lila Töne, interesting. Mm. Und ich würde sagen, wir beginnen auch schon mit dem Video. Also von vorne ab, was du vielleicht nochmal wissen solltest, so ein paar Informationen zu der Lidschattenpalette. Lila Pigmente zu machen ist immer sehr schwer, vor allen Dingen auch in Cruelty-Free und Vegan herzustellen, genauso wie Rot. Rot ist halt auch immer meistens so eine Farbe, das ist eher ein Pigment statt ein Lidschatten, heißt es ist nicht so eye-safe. Das heißt, dir muss auch bewusst sein, dass diese Töne, das hier steht ja auch alles hier hinten drauf, dass es kann sein, dass du heute Abend dich abschminken gehst und du hast einen leichten Stain. Das bleibt Stain. So, ne? Leichten, ja, genau. Stain. Das hast du mir schon mal erklärt bei einer anderen Palette. Ja. Auch genau bei Lila und Rot. Und ich glaube, ich habe es auch bei Jeffrey gehört. Hat er es vielleicht auch selbst nochmal gesagt? Ja, das hast du auch auf jeden Fall gesagt nochmal. Genau, ja. Mit diesem Vegan und Lila habe ich schon gehört, dass es schwer sein soll. Werde ich auf jeden Fall berücksichtigen, to be honest. Also ich werde jetzt die Palette erstmal so zeigen und werde die gleich mal öffnen. Dann hast du sozusagen diese First Impression von der Palette. Ja, can't wait. Also ich habe es natürlich schon virtuell gesehen, aber in Reality ist jetzt das erste Mal und habe auch schon ein bisschen was zu sagen. Aber go on. Also das ist jetzt wie gesagt so die Palette von vorne. Wie findest du die? Also hier dieses Boxing, also ich muss sagen, ich finde es schon ganz schön, aber ich muss sagen, dafür, dass Jeffree ist, finde ich persönlich, finde ich die Sachen davor, war ich irgendwie Besseres gewohnt, außer jetzt diese Morphe, whatever, Sponges und so. Ich weiß nicht, ich finde, man sieht halt schon direkt, dass es Pappe ist, es ist jetzt auch nur die Außenverpackung und so, deswegen ist es nicht so schlimm, erstmal gucken, wie es drin ist, aber was ich auf jeden Fall schon mal trashig finde, nee, ist jetzt gar nicht hier drauf. Das war hier bei den Lipsticks. Ups, verwechselt. Nee, mach mal weiter. Also es ist schon cute, aber irgendwie, ja, mach erstmal auf. Ich will jetzt auch nicht. Auch mit dem Blut hier, das ist halt cool. So ein bisschen Killer Queen. Genau. Mm. Passt auf, also es ist auf jeden Fall wieder Jeffree. Ja, passt zu Jeffree. So eine Queen auf Glamour, aber gleichzeitig hat er auch die Macht, dich umzubringen, wenn er dich verschwinden lassen möchte. Aber das war echt iconic. Ja. Nee, und was ich auch nochmal anmerken wollte ist, weil jetzt kann ich ja endlich mal so mehr darüber reden, weil das im letzten Video war halt wirklich nur eine First Impression. Hm. Wie gesagt, Jeffree hat halt auch gesagt, also diese Pappe und so, das ist, ich werde das auch behalten, also nur als Collector-Ding. Hm. Aber eigentlich ist es natürlich nicht dafür ausgesetzt, dass man das behält. So. Ja, ja, habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich jetzt nicht so schnell urteilen, weil es hier die Verpackung für Versand genau sozusagen. Genau. Und ich würde sagen, ich mache jetzt die Palette auf und ich bin sehr gespannt auf deine First Impression. Also Leute, Search hat die Palette wirklich nicht gesehen. Da müssen wir erstmal kurz Props an dich geben. Ich wollte dir die kurz mal zeigen schon. Also so, nein, vor Kamera. Und ja, ich hoffe, du bist ready. Ja, bin ich. Das ist wirklich pretty. Also so der erste, die First Impression, genau. Die ist wirklich schön. Das schraubst du schon? Ja, klar. Ja, doch, not bad. Also finde ich jetzt auch in Realität dann nochmal schöner mit diesem Samt und so, als es irgendwie auf Kamera rüberkommt. Ja. Ich hatte da immer so ein bisschen bei den Reviews das Gefühl, dass es so ein bisschen billig aussieht, aber jetzt in Realität ist es gar nicht der Fall, muss ich sagen. So. Mhm. Da kann man halt so ein bisschen, ne, also es ist natürlich nicht gewollt, aber das macht das Gesamtbild schon ein bisschen cheaper auf jeden Fall. Mhm. Ja, nee, aber voll geil. Muss sagen, meine Vorurteile haben sich nicht bestätigt. Ja. Ja, let's go. Soll ich auch schon aufmachen, oder? Ja, also Kans, also ich wollte halt nochmal dazu sagen, ich persönlich finde die Palette halt auch von außen sehr schön, aber du hast halt recht, irgendwie dieser Wow-Faktor war bei mir tatsächlich auch, ich nehme mal kurz dein Handy, wenn es okay ist. Ja, natürlich. Weiß nicht, ah doch, dann sieht das, siehst du, dieses Glitzer. Mhm. So, dieses Samtige hat ja auch so einen Glitzer.
Ja. Und das fand ich eigentlich so schön, aber natürlich ist jetzt nicht immer so... Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt jetzt gar nicht so krass rüber, oder? Ah, doch. Ah ja, das ist pretty. Mm. So. Also, vielleicht kannst du mal versuchen, es reflektiert so glitzerartig noch, dieser Samt. Ja, also... Das ist eigentlich ganz cool, ja. Das gefällt mir auch. Genau, aber... Aber sehe ich richtig, dass das hier Silber ist und das Gold? Ich denke schon, ja. Das finde ich ehrlich gesagt wieder nicht so pretty. Also, wie ihr seht... Dieser Knopf hier unten ist richtig schön alleine, also ist Gold. Mhm. Und der hier ist Silber. Also finde ich jetzt nicht so schlimm, aber sieht halt irgendwie nicht so aus, als wäre das so gewollt gewesen. Ja. Ja, gerne auf jeden Fall. Ja. Ich muss halt auch sagen, irgendwie so dieser Wow-Effekt ist langsam halt weg. Also ich fand die halt echt so schön. Die ist schön. Ja, das ist halt das Ding, was ich eben meinte. Also, Aber die Paletten werden halt extrem schnell schmutzig, wenn man darauf nicht aufpasst. Ja, okay, true. Ja, das meine ich, das fehlt mir diesmal so ein bisschen. Also, keine Ahnung, Jeffrey hat jetzt in letzter Zeit so viel die ganze Zeit rausgehauen, die Leute begeistert, eins nach dem anderen und so. Und diesmal hatte ich so ein bisschen mehr erwartet, aber es ist halt trotzdem mega krass. Es liegt halt einfach nur daran, dass Jeffrey einem jetzt so mega viel geboten hat, dass man dann einfach so ein bisschen abgehoben ist. Ja, ich wollte auch sagen, das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Genau. Aber, ne? Ja, ich mach die jetzt mal auf, dann siehst du die auch sozusagen direkt schon. Aber das stört mich wirklich, dieses Silbergold, das sieht voll... Es ist halt nicht abgestimmt, ne? Ja, nee, das passt nicht. Hm. Vor allem, weil hier auch alles Gold sind und ist diese Krone auf einmal Silber. Ja. Naja. Ja. Ja, also das habe ich ja schon online alles gesehen, so. Aber es ist schön auch jetzt mal in Realität zu sehen, ich guck mal kurz. Mhm. Was ich ganz ehrlich sagen muss, ist diese Pan, siehst du das? Er hätte sich noch mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, hast schon recht. Also wie man sieht, also wie ihr seht zum Beispiel bei diesem Ton hier oben, ist das so ein bisschen halt nicht in die Form reinpassend. Wie sagt man das? Es ist halt irgendwie nicht so richtig da drin. Genau, und auch hier fand ich halt, also ich finde es irgendwie wieder schon so cool. Mhm. Aber ich finde, das ist, also keine Ahnung. Wie soll ich das beschreiben? Also ich finde erstmal sieht das so aus, als würde hier halt noch fehlen was. Also die sieht halt irgendwie so komisch leer aus, als müsste hier noch was hin. Und ich finde auch die Form cool für eine Make-up-Palette, aber diese, wie gesagt, diese, das hier innen, das hätte man anders gestalten müssen, damit das Gesamtbild einfach perfekter ist, finde ich. Aber naja, es sind halt immer noch Jeffree Star Lidschatten, deswegen freue ich mich trotzdem, das so zu sehen, weil man einfach weiß, man hat hier Quality so vor sich und unterstützt auch gute Dinge und so. Aber auch hier drin diese Pappe wieder und dann siehst du zum Beispiel auch hier, wo es aufhört und anfängt. Es ist alles so ein bisschen cheaper, als ich gewohnt bin von Jeffrey. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist vollkommen... Also mir gefällt diese Palette irgendwie schon, aber es ist so ein bisschen unfertig. Also man hätte es irgendwie noch besser machen können, finde ich. Aber die Töne, mashallah, also kann ich mich echt null beschweren. Es gibt einen, da freue ich mich richtig high drauf. Und zwar irgendwie so ein Glass... War der hier drin überhaupt? War der in den anderen? Kann das sein, dass der Wizard's Glass hieß? Ja. Das war ein Lipgloss. Ach so, nee, das waren schon Lidschatten. Wet Jewel wahrscheinlich, genau. Wet Jewel. Das könnte sein, der ist so richtig nice, hoffe ich. Mhm. Der hier. Also ich habe ja auch schon mal ein bisschen so damit gespielt und gerade diese Töne hatte ich das Gefühl, dass es das eine komplett neue Textur ist, weil das halt wirklich so Feuereis aussieht. Ja, voll geil. Deswegen. Ansonsten finde ich auch hier Executioner sieht interessant aus, dieses Schwarz mit so einem Pink auch. Ja, sieht auch nass aus. Mhm. Einfach Pink Magic hier genauso. Ja, ansonsten, ich gucke mal kurz noch die Namen an. High King, klingt ein bisschen nach mir, to be honest. Scandal Water, das finde ich, ist ein nicer Name und sieht auch schön aus. Mhm. Aber insgesamt wurde ja auch so ein bisschen bemängelt, dass jetzt irgendwie das alles gar nicht so lila ist und warum hier so viele Grüntöne auch sind, wie zum Beispiel Sworn Enemy und Wild Serpent. Ja, und Your Majesty, I don't know. Ja, und viel mehr kann ich jetzt eigentlich noch nicht sagen. Ich würde sagen, wir sollten die gleich mal ausprobieren. Genau. Ich kann da eigentlich auch nichts mehr anhängen. Ich bin komplett deiner Meinung. Ja. Ja, du hast ja auch schon ein bisschen ausprobiert, von daher. Genau. Und deswegen würde ich sagen, werden wir die Palette jetzt so wie immer hier unten hinstellen. Die Lidschattenpinsel sind schon bereit. Und dann würde ich sagen, schminken wir jetzt ein Augen-Make-up-Look. Falls ihr schon unser letztjähriges Video gesehen habt zu der Blue Blood Kollektion, dann wisst ihr ja, wie das ungefähr abläuft. Heißt, wir werden jetzt hier mal reindippen, einen Look schminken, werden das allerdings so verschnellen sozusagen. Und falls ihr eine First Impression wollt, habe ich ein anderes Video dazu. Das ist jetzt nur eine reine Review. Genau. Das heißt, unsere Thoughts gibt es dann gleich. Oh,
So Leute, wir sind jetzt sozusagen fertig mit unserem Eyeshadow-Look. Wir werden jetzt Mascara, Wimpern off-camera machen und sehen wir uns gleich wieder zu den Lippenstiften. So Leute, wir sind jetzt back on track und haben unsere Augen fertig gemacht. Und jetzt geht's auch schon zu dem letzten Part, und zwar den Liquid Lipstick. Also wir haben hier halt wieder das, was wir auch schon von letztes Mal kennen. Und halt seine Basic Boxen halt, da sind Mini-Liquid Lipsticks drin, ich glaube insgesamt 8 Stück. Und diesmal halt in so einer lilanen Variante, in der Queen Bitch Serie sozusagen. Ja, also Packaging finde ich wieder wunderschön. Finde ich auch cool, dass es immer so ähnlich bleibt, nur halt die Farben wechseln an sich. Ja, auch hochwertig dafür, dass Lipsticks sind und so, also ich mag es wieder. Aber ich finde ehrlich gesagt diesen Namen hier unten ein bisschen trashig, auch wenn ich die Wörter im Einzelnen mega geil finde und auch zusammen so als Slang. Aber für jetzt so eine Make-up-Verpackung von Jeffrey finde ich das so ein bisschen, I don't know, hat das irgendeinen Zusammenhang? Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich finde es so ein bisschen random und irgendwie auch so, als hätte der einfach keine Zeit gehabt, I don't know. Also Queen Bitch, das hätte mittlerweile halt jeder Gay-Make-up-Artist auf seine Palette geschrieben eventuell. Deswegen finde ich, passt das eigentlich nicht so zu Jeffrey. Aber naja. Das soll ja uns ja nicht am Inhalt stören. Genau. Deswegen. Also wir haben halt hier jetzt wie gesagt die Liquid Lipstick, sieht halt wieder super schön so aus, was betrifft. Welche sind neu? Diese zwei sind neu. Ja, die sind richtig schön, wollte ich direkt sagen. Topper oder so? Also Simon hat den letztens auch so aufgetragen. Ah, tschüss, okay. Aber können wir ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Genau. Und ja, ansonsten hat die auch noch so ein paar lila Töne wieder, du hast gräuliches und gräuliches Lila und so ein bäriger Ton. Also hier die Farbzusammensetzung mag ich sehr. Ich finde die auch sehr schön auf den ersten Blick. Deswegen, ja, ich würde sagen, dann tragen wir mal, also ich benutze jetzt die Farbe I'm Vulgar. Vulgar, ja. Vulgar. Und du hast die Farbe? Ich habe die Farbe Royal Armor. Oh, ja, erstmal gut immer schütteln, weil das macht viel aus. True. Weil normalerweise steht immer drauf, shake well before using. Steht jetzt hier nicht drauf, aber wir sind smarte Mäuse. Und können selbst denken, nicht wie ihr dummen Schlampen da draußen. True. Okay, meine ist aufgetragen. Oh, du auch. Oh, hier so. Oh, Schwester, ja schön. Deiner ist schön, wirklich. Ja, aber deiner auch. Der ist halt, ich denke mal, deiner ist eher ein Topper, oder? Ja, also ich habe auch eher so ein Gloss-Feeling. Also, soll ich mal beschreiben? Ja, ja, klar. Okay, also ich habe anderes erwartet, also ich habe gedacht, mehr Deckkraft und so, you know, also es hat jetzt schon eher so einen Gloss-Effekt, definitiv, aber der ist sehr schön für so ein Gloss und was halt mir auffällt ist, es fühlt sich nicht an wie ein Gloss, sondern eher wie so ein matter Liquid Lipstick. Das heißt, der hält ja dann hoffentlich auch. Ja genau, ich glaube, das ist das Ding, das ist jetzt voll die neue Erfahrung für mich, deswegen habe ich noch nicht so eine Meinung, aber ja, wenn es so sein soll, dann finde ich das nice. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde den jetzt auch sehr schön, hat einen schönen Schimmer, hat auch echt gut gedeckt dafür, dass, ne, wir dachten ja auch, dass... Ja, übertrieben, also ich dachte auch, das wäre ein Topper oder so, das sieht schon voll geil aus, richtig metallisch, also wirklich richtig heftig, aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen matt, komischerweise. Ja, das ist so, deswegen, aber ich glaube, wenn der nochmal richtig getrocknet ist, so kann man das Glitzer da drin wieder so reaktivieren, das, das kann man nämlich auch... Ah, ich weiß, was du meinst, so mit dem, so, ne, aber auch sehr, sehr schön, also wirklich wunderschön, passt True. Ganz gut zum Look, denke ich. Ja, das war's dann auch tatsächlich schon von der First Impression. Ja. Von der Review. Final Thoughts vielleicht? Ja. Also meine Final Thoughts zu der Kollektion sind auf jeden Fall, also ich habe halt das Gefühl, wir wiederholen uns irgendwie in jedem Video. Deswegen, also es ist eine super schöne Kollektion, lila auch voll meine Farben. Deswegen liebe ich die Kollektion nach wie vor. Wird das jetzt eine Palette sein, zu der ich jedes Mal greifen werde? Auf gar keinen Fall. Die wird jetzt hier irgendwo hingestellt und wird dort bleiben als Collector-Item. Kann ich die Palette dennoch empfehlen? Auf jeden Fall. Pigmentierung ist wunderschön. Ich habe eine neue Textur drin, jeweils zwei Shades an, die ich hier trage. Und die Search auf sein Auge trägt. Wunderschön. Aber ansonsten, ja... Die Kollektion hat jetzt ungefähr 117 Euro gekostet. I'm not sure about the price point, aber ansonsten, ich liebe die und kann eigentlich nichts Negatives sagen. Selbst bei der zweiten Runde mit dieses Patchy-Dings, wie man sehen kann, hat es trotzdem bei mir sehr gut geklappt zum Verdunkeln. Also,
mit den Lidschatten muss ich sagen, ja, zu der Box und so habe ich eigentlich schon alles gesagt. Das ist eigentlich so geblieben. Also hat mich jetzt nicht so krass impressed, weil ich einfach mehr erwartet habe, weil der einfach bis jetzt krasser abgeliefert hat, meiner Meinung nach ein bisschen. Mhm. Und die Lidschatten, kann ich mal kurz reingucken? Die Lidschatten, wie gesagt, waren auf jeden Fall von der Qualität her wieder gut. Ja, aber ansonsten, was ich bei dir sehe, ist halt wieder mega krass und dann kann man auf jeden Fall viel damit anfangen, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen mehr in dem Game drin ist. Mhm. Aber ich persönlich würde mir die aufgrund dessen definitiv nicht kaufen. Okay. Für den Preis. Ansonsten schon, aber auch eher wie so ein Sammlerstück. Ja. Weil benutzen würde ich die wahrscheinlich eher weniger. Und wenn dann aber hier diese beiden matten Blau-Lila-Töne, Deviant und Scandal Water, die waren einfach Hammer, die hätte ich echt gerne. Okay. Und hier sind auch schon einige Töne, die so aussehen, als würden die ähnlich wirken. Ja, nee, deswegen also ich habe einfach das Gefühl, als hätte der vielleicht diesmal einfach nicht die Zeit gehabt oder als wäre das auch einfach nochmal so ein Zwischending, was schon geplant war. Mhm. Und als, also mir gibt das Gesamtbild so das Gefühl, als hätte Jeffrey diesmal nicht ganz so viel Liebe reingesteckt wie sonst bei seinen Paletten. Ja. Vor allem also bei diesen Särgen hatte ich mal das Gefühl, diese Jawbreaker, da dachte ich mir auch so ein bisschen, okay, Packaging gespart, aber da fand ich die Farbauswahl mega geil. Ja. Und hier ist einfach so ein bisschen, I don't know. Auch wieder Packaging, aber dafür die Farbauswahl. Ja, also das Gesamtbild stimmt irgendwie nicht. Das ist alles so gute Ansätze, aber irgendwie ist dann doch alles so zusammengekommen und ist nicht so befriedigend, wie man es gewohnt ist. Aber das, also im Vergleich zu jetzt jeder Palette, die ich habe, auch die James Charles Palette oder DM Paletten und whatever, ist das halt immer noch so, gerade von der Quality einfach, so viel weiter oben, aber alles, also ich würde sagen, diese Palette würde ich mir definitiv von Jeffrey am wenigsten, ehesten holen. Ja, ich würde auch sagen, also eigentlich würde ich schon sagen, so die ist nicht approved, außer ihr seid wirklich Collector. Also sie ist okay. Ich würde ihr so sie ist jetzt auch nicht durchgefallen. So. Ich würde ihr so ein Mittelding geben. Genau, so ein Mittelding. Also es sind ein paar schöne Töne drin, von der Qualität richtig gut, ja, aber man hat dann auch irgendwie viel, was eigentlich so impressed. Genau. Hier, ja, ansonsten würde ich sagen, das war's auch schon mit unserer Review. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass du wieder auf meinem Kanal warst. Gerne doch. Wir sind zwei super süße Mäuse. True. Und es war mir eine Ehre, wieder hier zu sein. Macht auch immer super Spaß, egal was für ein Video natürlich. Ja, bestimmt nicht das Und Letzte. Gerade bei diesen Jeffrey-Sachen kommt dann natürlich nochmal dazu, dass mich das auch interessiert. Ja. Und ich mir das aber nie kaufe fast, weil ich einfach den Bedarf nicht habe. Ja, deswegen macht es immer Spaß und immer wieder gerne. Ich bin mal gespannt auf die Nude-Palette. Mal sehen, ja, oh mal sehen, Gott, ob wir dann wieder was zaubern. Die werde ich mir, glaube ich, auch holen. Ja, deswegen ansonsten, ja. Das was? War's mit dem Video, mit der Kollektion. Ich würde sagen, XOXO. Nein, und du meinst nicht XOXO. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was? Ganz viel. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich wollte das eigentlich auch noch sagen. So. Ach so, okay. Ich wollte so sagen, so folgt Search auf jeden Fall überall auf all seinen Social-Media-Kanälen. Sind hier überall richtig verlinkt und unten in der Infobox. Genau. Ja. Gebt einen Daumen nach oben. Mhm. Wenn nicht, alle Daumen nach unten lassen, landen in Search fetten Maschallah-Arsch. True. Und da ist bisher noch kein Mann wieder rausgekommen. Ja, ich würde sagen, XOXO. Bye, bye.